Olympia sportlicher Hinsicht, dass dann wirklich zu den absoluten Highlight gebe ich sein. Ich meine, von denen du schon mal A dafür qualifizieren kann, B kann hoffen, ein gutes Resultat zu machen. Da kann ich schon sagen, dass ich als Sportler da richtig war, den wirklich kommt. Also das Maximum rausgeholt wird und ich meine, darüber sind natürlich dann extrem stolz auch zum Schluss. Ich komme eigentlich aus der Leichtathletik und aus dem Triathlon. Aber ich hatte ziemlich viele Probleme mit Verletzungen. Und ich hatte immer Wille gefühlt, für mich plus minus in Form zu halten. Und irgendwann denke ich, sind ich dann auch das Championat mitgefahren. Und einfach nur Spaß, auf zu gucken, wie das ist. Und ich bin eigentlich nicht so stark gefahren. Und seitdem bin ich dann dabei geblieben, eigentlich. Das ist einfach ein Problem, dass der freie Sport und für einen anderen der freie Wollsport halt, dass darüber einfach zu wenig geschwärzt wird. Und ich meine, wir sind nur ziemlich, man versucht, ein Equilibrium zu finden. Ich meine, das wäre das, was das Gift ein bisschen retten. Aber bon, ich meine, das ist in den letzten Jahren schon besser gehen. Und ich meine, noch von mehr guten Leistungen haben, dann könnte das auch automatisch geben. Meine Platzierung muss ich natürlich immer im Kopf. Wenn ich sage, dass ich kapabel sind an der Coupe du Monde, dann die Top 20 zu führen. Dann kann ich sagen, dass ein Ziel schon mal wäre, in die Top 20 zu kommen. Und wenn ich dann gesagt habe, dass ich Tour de Flandre das 8 gehen, das lässt natürlich noch mehr hoffen. Ich meine, das ist immer flott für Coupe du Monde zu führen, flott für Olympische Spiele, für Weltmeisterschaften zu führen. Mehr, also ich war ja noch nie dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich so absolut das Highlight ist. Und auf sportlicher Hinsicht, wenn ich einmal bei Olympia dabei war, ich meine, dann hat den da recht, was den als Sportler kann er richtig durchsetzen.